Bertolt Wozzeck ist 61 Jahre alt, verheiratet, hat ein Kind, lebt in Seslach und ist gelernter Bankkaufmann. Er führt die Freien Wähler als Bürgermeisterkandidat an. Seit 1984 ist Bertolt bereits Mitglied des Stadtrates Seslach. Neben seinem Beruf übte er stets viele ehrenamtliche Tätigkeiten aus. Besonders zu nennen ist seine langjährige Vorstandschaft im Anglerverein in der Aumühle. Bertolt, wir sind hier in der Aumühle. Warum zeigst du uns gerade diesen Ort? Ja, seit mehr als 25 Jahren betreue ich dieses Grundstück hier. In dieser Zeit ist mir das Ganze sehr ans Herz gewachsen und es ist Teil meines Lebens. Bertolt, welche Eigenschaften beschreiben dich gut? Ich bin bescheiden, korrekt, loyal und ich kann gut zuhören. Warum lebst du gerne in Seslach? In Grumbach geboren, in Rodenberg aufgewachsen, in Seslach wohnhaft, habe ich mir viele intensive Beziehungen zu den Menschen in Seslach und der Umgebung aufgebaut. Beruflich bin ich seit mehr als 42 Jahren in Seslach und Gemünder tätig. Auch hier erwarb ich mir viele intensive Kontakte zu meinen Mitbürgern. Schöne Orte, eine intakte Natur, das gibt Wohlfühlqualität. Wie man hört, bist du ein passionierter Busfahrer und Reiseleiter. Was liebst du daran? Der direkte Kontakt zu den Menschen, die Verantwortung für den Menschen. Ich kann dabei immer wieder Neues erkunden. Das fördert auch meine Weltoffenheit. Den Umgang mit stets neuen Techniken in den Reisebussen. Andere denken mit 61 Jahren an den Ruhestand. Du hingegen gehst als Bürgermeisterkandidat für die Freien Wähler ins Rennen. Warum? Ja, 24 Jahre bin ich im Stadtrat. 18 Jahre davon stellvertretender Bürgermeister. Es reizt mich, eine neue Herausforderung anzunehmen, auch mal erster Bürgermeister zu werden. Deine gute Arbeit in der Kommunalpolitik ist bekannt. Was sind deine Stärken als Bürgermeister? Ja, meine Führungsqualität, meine Kenntnisse und Fähigkeiten im kommunalen und Finanzsektor. Aber ich denke auch meine Vertrauenswürdigkeit. Mit Hendrik Dressel an der Spitze haben die Freien Wähler in Seslach in den letzten 30 Jahren viel erreicht. Worauf bist du am meisten stolz? Ja, besonders stolz bin ich auf die Stadtsanierung und Dorfsanierung, die Verstärkung der Steuerkraft in unserer Kommune und natürlich auch die Sanierung und Erweiterung der Schule und unserer Kindergärten. In den nächsten Jahren erwarten uns viele Herausforderungen. Was sind deine Schwerpunkte? Ja, Abbau der Verschuldung, Gestaltung der demografischen Entwicklung in unserer Stadt und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit. Wieder mal der Letzte, wie immer.